Nur der Tatsache, dass auch die Linzer nicht ihren besten Tag haben, ist es zu verdanken, dass das Spiel lange Zeit 0:0 steht. Mehr Bewegung verlangt Hans König von seinen Spielern. Zu statisch und zu durchschaubar sind die Aktionen von Blau-Weiß. Eckball Leitner und der Kopfball eine sichere Beute von Riha. Die Lichtblicke der Linzer in der ersten Halbzeit sind Michi Höfer und dieser Mann hier, Wolfgang Knoll mit der Nummer 14. Schön spielt ihm Perzi noch einmal den Ball, aber Stieglitz ist hier der körperlich etwas Stärkere. Wir sind jetzt schon in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Die Linzer weiterhin bemüht. Eine Flanke von Gintersdorfer. Perzi ist mit dem Kopf zur Stelle und es steht 1:0 für Blau-Weiß-Linz. In der 44. Minute also erstmals richtig Gelegenheit für die Fans zum Jubeln. Gerald Perzi, er ist ja der Liebling der Zuschauer im Donauparkstadion. 1:0, somit der Pausenstand. Nach Wiederbeginn dann die folgende Situation. Nach einem Einwurf bringen die Micheldorfer den Ball nicht weg. Ein super Pass von Knoll auf Laszlovac und das 2:0. 50. Minute, 2:0, Laszlovac. Und das Ganze noch einmal in der Zeitlupe. Daraufhin zünden die Blau-Weiß-Fans die bengalischen Feuer an. Jetzt ist ihnen trotz Minusgraden so richtig warm geworden. Das Spiel hat übrigens mit einer Dreiviertelstunde Verspätung begonnen. Grund waren Probleme mit dem Flutlicht. Apropos Probleme, Schwierigkeiten hatten die Linzer in der Abwehr kaum. Brammer stoppt hier Pernkopf mit einem Foul und sieht dafür gelb. Der Freistoß ist wohl die einzige Gelegenheit der Gäste, die es wert ist, gezeigt zu werden. Die letzte Chance hat dann noch Warsch auf Seiten der Linzer. Es bleibt aber beim 2:0. Ein zufriedener Hans König? Nein, ich bin sicher nicht zufrieden mit unserer Leistung. Wir waren zwar, glaube ich, drückend überlegen, aber wir haben spielerisch zu wenig gemacht. Und wir haben eigentlich die Räume zu wenig aufgemacht und dann haben wir auch zu wenig dann in die freien Räume reingespielt. Ja, es war sicher ein verdienter Sieg von Blau-Weiß Linz, nachdem wir eine halbe Stunde das Spiel ganz gut kontrolliert haben, haben wir dann eben die Entscheidung verloren. Wir haben das Tor kurz vor der Halbzeit, was man eben eingefangen hat. Es war aber schon vorher, dass sie sich angekündigt haben. Wir sind nicht mehr konsequent genug gewesen.